Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind hier wieder mit unserem geilen Elf unterwegs, gerade freigelassen worden, weil wir jetzt das da aufhalten sollen. Und jetzt, ja, hier seht ihr gerade wieder erklärt, wie die Steuerung geht. Am Anfang wird es, glaube ich, ein bisschen einfach werden, damit wir erstmal reinkommen in das Spiel. Und jetzt sollen wir da vielleicht jetzt so direkt hinlaufen. Oder was ist hier los? Versuchen wir einfach mal. Vergibt ihm ein bisschen was zum Riss. Ja, steht er da. Ja, das zeigt mir das Questchen an. Und dahin laufen wir jetzt auch. Ruf auf dem Heldenmenü heraus die Questkarte auf, indem du Optionen drückst. So, jetzt können wir hier die Questkarte in der Mitte. Ach so. Ja, haben wir noch nicht viel aufgedeckt. Da ist die Karte. Da ist es. Des Himmelszorn. Cassandra will überprüfen, was das Mal, das durch die Explosion hinterlassen wurde, bewirkt. Es gibt ganz in der Nähe einen Riss, der sich dafür eignen könnte. Ja, und das war ja unser Ziel. Und dann gehen wir jetzt. Beim Erbauer, das ist das Ende. Überall Feuer hier schon. Irgendwas kommt da wohl raus, was hier nicht hinkommen soll. Und der Mensch, oh. Alter. Wieder guckt. Dankeschön. Die Abstände werden kürzer. Ja, die Abstände werden kürzer. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch... Wow. Oh, Mist. Die Dämonen. Okay, da kommen die Dämonen raus. Bleibt hinter mir! Ja, da kommt aber auch ein Gegner. Und der ist mal Bogen. Ich muss das bestimmt mit einem Bogen erschießen. Gucken wir mal, wer es wird. Jetzt weiter um anzugreifen. Okay, wir können L2 gedrückt halten. Oder hat er einfach alle Pfeile drauf? Zack. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe! Los! Ja, ich brauche die Waffe natürlich. Ich muss mir vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Tja. Drücke L1 und wähle es, um den gestörten Charakter mit einem Trank zu heilen. Weiß der Erbauer, was uns erwartet? Müssen wir uns heilen? Tun wir mal. Wir haben noch alles voll, also brauchen wir doch gar nicht. Oben im Lager oder im Kampf. Lassen wir erst mal. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Also gehen wir so weiter. Aber irgendwie Bogen ist irgendwie ein bisschen dumm gewesen jetzt. Das wirklich so viel Spaß macht. Vielleicht wechsle ich auch nochmal. Alles nehmen. Und wir können uns hier so einen netten Hütchen ausrüsten. Warte mal, wo war das jetzt? Inventar. So. Waffen. Rüstung. Söldnerharnisch. Hm. Der hat 43 Rüstung, oder was heißt das? Stimmt. Charakter wechseln können wir auch, oder? Ah. Bei ihm sehen wir noch nicht mal den Helm. Ah, doch. Das sieht lustig aus. Ne, nehmen wir Söldnerhandisch hier.
Haben wir ja schon. Und den Helm haben wir auf. Das ist doch schon mal super. Auch wenn es ein bisschen dumm aussieht. Egal. Dann kann man bestimmt hier den einen auch noch hier looten. Nee, der liegt hier gar nicht mehr. Komischerweise. Dann gehen wir mal weiter. Das war ja auch ein normaler Mensch. Jetzt andere waren ja nur Dinger. Die können sogar einfach so schießen. Ist auch nicht schlecht. Was haben denn hier Spezialfähigkeiten? Ah. Haben wir sofort von Anfang an gehabt. Hatte ich glaube ich eben auch schon eingesetzt. Fähigkeiten. Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Okay. Da! Vorsicht! Was ist denn da? Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Okay, jetzt wird... Den greifen wir an. Sieht schon einiges ab. Das ist gut. Wir sind immer noch Level 1. Und da haben wir erstmal wieder einen zum Plündern. Den plündern wir auch mal wieder. Was für immer schön ist. Haben wir 52 Gold erhalten. Hier ist vielleicht irgendwas noch. Ne, ich denke nicht. Dann gehen wir weiter. Aber plündern können wir ja immer noch, oder nicht? Nein, können wir nicht. Schade. Plündern, plündern. Gibt's nicht zu plündern. Auf den Hügel! Zack. Er greift uns aus der Distanz an. Ah, da oben ist ein Geist. Den schnapp ich mir dann. Der ist aber schon tot. Bei aktiver Suche werden nahe Beute. Was? Das habe ich jetzt nicht lesen können. Warte mal. Gibt es doch irgendwas mit Codex hier, ne? Kann man auch bestimmt nochmal lesen. Tutorials? Nee. Hm. Gucken wir mal, wie wir das finden hier mit den. Bogenschützen. Wenn nicht, dann kann ich ja nochmal wechseln. Zweck war auch nicht, wäre auch ganz geil. Oder Magier. Aber schauen wir mal. Hier. Looten, looten. Ich will looten. Gibt's nichts. Überall nichts drin. Sie kommen aus der Bresche! Hm. Unsichtbar. Und zack. Oh, die greifen uns an. Das ist nicht gut. Alle nur nicht uns angreifen. Sie sind unsichtbar. Auch woanders machen können. Kann man hier auch den anderen Charakter spielen oder geht das nicht? Nein, geht nicht. Geht wahrscheinlich erst später. Vielleicht finden wir hier hinten irgendwas. Eine geheime Sache. Vielleicht gibt es die ja auch hier. Aber hier ist nix. Was ist denn hier? Okay, weiter geht's.
Ziel angreifen, Rückzug. Ja, wir hören uns den Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Warte, wir müssen erstmal hier irgendwie noch den Untertitel einstellen. Habe ich gar nichts vergessen. Channel Verbündete, nee. Audio. Untertitel aktivieren. Nur Unterhaltung. Ja, das reicht ja auch. Genau. Kämpft da! Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Wer ist hier am Kämpfen? Oh, da hinten. Da geht's aber richtig zur Sache. Zwerg. Einer will nicht gehen. So. Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen. Gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ich war das? Ich habe dieses Ding geschlossen? Wie? Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Fangen wir mal ihr. Gehört ihr der Kirche an, oder... War das eine ernst gemeinte Frage? Technisch gesehen bin ich ein Gefangener. Genau wie ihr. Ich hatte euch hierher gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählt. Doch das hat sich ja nun offensichtlich erledigt. Und dennoch bin ich hier. Was angesichts der derzeitigen Ereignisse ein großes Glück für euch ist. Eine Darmbrust. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Solas ist ein Abtrünniger und äußerst bewandert in derartigen Dingen. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Ja, und dann, und wenn das hier vorbei ist? Und was werdet ihr machen, sobald das hier vorüber ist? Nun, ich kann nur hoffen, dass sich jene an der Macht daran erinnern werden, wer geholfen hat und wer nicht. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja? Bianca ist schon ganz aufgeregt. Tja. Aber wer neue Verbündete? Varric, Tethras und Solas. Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen.
Und irgendwie habe ich... finde den Zwerg schon mal, dass er richtig geil aussieht. Können wir ihn plündern. Langbogen. Oh, gut, dass ich den gefunden habe, ey. Alles nehmen. Warte mal, dann können wir mal sofort den ausrüsten. Waffen. Den rüsten wir auch direkt aus. Sogar besser als unserer. Untersuchen. Untersuchen. Ja, der ist natürlich besser. Heißt zerstören. Ne, zerstören wir nicht. Auf jeden Fall verkaufen, wenn dann. Wenn das überhaupt geht. Rüstung. Accessoires haben wir gar nichts, ne? Nee. Aufwertung. Wir haben auch nichts. Ja, das war's. Aber schon mal immerhin einen neuen Bogen. Hep. Springen können wir ja natürlich auch. Echt cool ist. Oder irgendwie hier ein Krieger und dann Langschwert. Der sieht bestimmt auch geil aus. Jetzt können wir die Kontrolle über andere übernehmen. Wirkungsbereich Angriffe. Wirkungsbereich Angriffe ermöglichen es dir, mehrere Gegner gleichzeitig zu attackieren. Verwende L, um den Wirkungsbereich auszurichten. Drücke X, sobald du mit der Position zufrieden bist, um den Wirkungsbereich festzulegen. Oder Kreis, um den zu schließen. Warte mal. Das machen wir einmal. Hm. Waffenfähigkeiten. Wow. Geil. Was ist denn da? Ah. Hm. Holen wir mal den hier. Bam. Mach drauf. Ah, solche Nageldinger. Und sie? Wow, kann abwehren und... Bam. Dann kommen wir jetzt mit der Armbrust. Ist schon vertreten. Ein Schurke wäre auch nicht schlecht. Oder mit einem Langschwert. Das haben wir ja auch noch nicht. Wäre nicht schlecht. Magier gefällt mir auch nicht. Auch ganz gut hier. Was auch immer das bringt. Komm, machen wir mal hier drauf. Hm. Und das ist geil. Endlich oder was? Naja. Gehen wir weiter. Mit unserem Typi hier. Achtung, Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Drücke, um die taktische Ansicht aufzurufen. Sie hilft, die Nahgegner besser einzuschätzen und deren Strategien zu planen. Okay, verwende in der taktischen Ansicht L, um das Schlachtfeld abzusuchen. Verwende R3, um zwischen den Zielen zu wechseln. Wechsel zwischen deinen Gruppenmitgliedern und drücke X, um sie anzuweisen, sich an einen bestimmten Ort zu begegnen oder einen bestimmten Gegner anzugreifen. Warte mal, Sekai. Warte mal. Cassandra. So, hier. Solas. Greift ihn an. Und er greift auch hier an. Und wir geben uns mal direkt auf den hier. Zack. Die größeren am besten. Oh. Zack. Die greifen direkt uns an. Ja, klar.
Energie. Und er hat Trophäe erhalten. Und lass mal da hinten zum Häuschen gehen. Kann man da irgendwas finden? Eine Truhe oder so wäre auch ganz nett. Öffnen. Ich will nur ins Haus rein. Das ist ja cool. Silberarmband. Und 46 Gold. Tote. Das war's dann auch, ne? Komm da oben hin. Nee. Normalerweise könnte man ja jetzt hier auch die Kette ausrüsten. Okay, hier ist einfach nur bestimmt so ein Gegenstand, den man so benutzen kann. Wie konnte ich nochmal hier. Mal. Wurden wir geheilt. Ja, warte, da hoch müssen wir. Dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Da ist ein brennendes Haus. Ob ich dann auch, dass man da jemandem helfen kann oder so. Okay, sieht aber nicht so aus. Hier hinten noch irgendwas. Kann man nicht hoch. Hier ist ein Tempel. Meine Freunde, ja, das ist so. Zack. So. Ihr seid ein Dalish, allerdings weit weg vom Rest eures Clans. Hat er euch hergeschickt? Was wisst ihr über die Dalish? Ich habe zu meiner Zeit viele Wege beschritten und dabei mehr als einmal die Pfade eures Volkes gekreuzt. Ist auch euer Volk. Wir gehören beide demselben Volk an, Solus. Die Dalish, die ich traf, sahen das etwas anders. Könnt ihr Elfen euch nicht ausnahmsweise mal vertragen? Zum Ansehen Ressourcen sammeln. Sammeln in der Wildnis Pflanzen und Metalle. Du kannst sie verwenden, um Aufwertungen für deine Ausrüstung und Tränke herzustellen. Erkunde die Welt und finde so viele Arten, wie du kannst. Ja. Aber dann haben wir jetzt. Jetzt haben wir doch irgendwas hier gefunden. Accessoires, ist es doch. Lebenswächter-Amulett. Tragen wir sofort mal. Weiter geht's. Am besten mal da hochgehen. Sonst kommen wir nie da an, wo wir eigentlich hin müssen. Was war das denn jetzt? Meine Magie kann nicht verhindern, dass euer Mal weiter wächst. Um euretwillen würde ich deshalb vorschlagen, dass wir uns beeilen. Ich versuche mich hier schon zu beeilen. Dann seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist.
Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Zack. Ja, können wir noch ausweichen? Verschwunden. Und hier kann man sogar auch gehen. Die Geister sind immer schnell zu besiegen, aber die greifen leider scheiße immer an, ey. Die müssen wir am besten als erstes mal machen. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Das ist da oben schon das Haus. Noch ein Riss. Wir müssen ihn schließen. Schnell! Es werden immer mehr. Helft uns! So, den stören wir jetzt erstmal mit X, können wir den kaputt machen. Bevor der neue Gegner kommt. Schnell, benutzt das mal! Jetzt. Aber das vibriert hier. Bäh. Sind Level 2. Stufenaufstieg. Ein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht. Und du erhältst einen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Drücke Option und das Heldenmenü zu öffnen und wähle dort den Charakterbogen, um den Fähigkeitsbildschirm aufzurufen. Charakterbogen. Ja, um Helden zu öffnen, wähle dort den Charakterbogen, um den Fähigkeitsbildschirm aufzurufen. Ja. So. Was können wir denn doppelt durch, hä? Experten in diesem Ziel und schnell und tödlich ihre Klingen schlitzen, die Rüstung und kehlen ihre Gegner auf, bevor diese auch nur reagieren können. Bogen, Sabotage, Täuschung. Ja, Bogen wollen wir am besten. Jede Fähigkeitsbombe beinhaltet aktive Fähigkeiten, Aufwertungen und passive Fähigkeiten. Aktive Fähigkeiten sind durch rautenförmige Symbole gekennzeichnet. Sie können deinem Schnellzugriffsleiste zugewiesen und dann in den Kampf verwendet werden. Aufwertungen sind an eine Fähigkeit gebunden und verstärken diese. Passive Fähigkeiten sind durch kreisförmige Symbole gekennzeichnet und verleihen deinen Charakter dauerhafte Boni, die immer aktiv sind. Okay. Oder die Fähigkeiten kannst du dann. Ja, okay. Alles klar. Ja. So, was kann man hier? Erstes Blut. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre Selbstsicherheit bluten zu lassen. Du fügst Gegnern, die nur leicht verletzt sind, höheren Schaden zu. Oder du verursachst mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position aus schießt. Buch einen Schuss ab, der umso mehr Schaden verursacht, je weiter du von einem Ziel entfernt bist. Du kannst dich schnell bewegen, während du schießt, ohne dadurch an Präzision einzubüßen. Können wir das hier schon auch schon hoch machen? Nee. Was kann ich überhaupt einen machen? Den können wir. Und den. Und den können wir nicht. Ja, doch, können wir. Aber den nicht. Ne, wir müssen eigentlich anderen alle haben. Okay. Nehmen wir das hier am besten. Mit dem Bluten, das ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir dann? Ja, übernehmen. Fernschuss. Haben wir doch jetzt, oder nicht? Ja. Tribute. Haben wir auch schon mal.
Aber wie sieht's aus, wenn wir jetzt den Charakter wechseln? Ist auch Level. Ah, das ist Level 1 dann noch. Okay. Aber die leveln alle mit. Und die ist. Hä? Naja, alles klar. Gut. Der Riss ist weg. Öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Okay, jetzt der Soldat. Öffnen wir das Tor. Und gehen rein. Dann können wir Trink auffüllen. Das ist schon mal eine gute Sache. Wir haben auch ohne dieses Sinnlos. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Also hat hier niemand das Sagen? Also hat hier eigentlich keiner von euch tatsächlich das Sagen. All unsere Anführer sind tot! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Ich kann jetzt sogar selber entscheiden, was man machen möchte. Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Ja, dann nehmen wir... Greift mit den Soldaten an. Wir nehmen einfach... Nehmen einfach den Weg durch die Berge. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Bla bla bla. Der nervt mich jetzt schon, der Kanzler. Und wir müssen also jetzt den weiten Weg auf den Berg, wo sicherlich viele Gegner auf uns warten. Und ich möchte gerne Zwerg spielen. Ich ändere das, glaube ich, nochmal. Mit einem großen Schwert. Sieht bestimmt geil aus. So, Leute. Wir sollen also auf den Berg gehen. Da oben geht's hoch, die Leiter hoch. Bevor wir das machen, beenden wir diese Folge. Und das würden wir in der nächsten Folge machen, was uns da oben erwarten wird. Ganz oben auf dem Berg. Viele Gegner bestimmt. Und vielleicht seht ihr mich dann auch noch so, wie ich jetzt aussehe, wie so ein Trottel mit so einem roten Auge. Oder bin ich dann so ein kleiner, süßer Zwerg wie der hier, der schon ziemlich cool aussieht, mit einem großen Schwert. Oder vielleicht Magier, wer weiß es schon. Das alles... erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Orolein. Ciao.